Ja Leute, willkommen zurück zu weiterer Part von Super Mario Bros. Wonder. Im Reich der Rotumbas heißt das nächste Level hier in den Magma tiefer. Ja, und die Level, die werden jetzt mittlerweile doch mal ein bisschen anstrengender. Also zumindest, der Suchtrupp war noch okay, fand ich, aber es wird schon deutlich lustiger. Und ich glaube, ich erkenne das Level schon. Ja, das ist das, was man, glaube ich, schon gesehen hat. In den ersten Trailern. Das heißt, ich kann mir auch schon die Wunderzeit denken, die hier kommen wird. So, was hast du? Okay, du hast nur Münzen. Aber ja, verstehe schon. Kann ich da sogar hoch? Okay, nee, da ist aber nichts. Ja, gut, aber Leute, machen wir uns nichts vor. Hä? Ja gut, eine Möglichkeit gibt's. Genau, ich kann unten rein. So geht's. Alles klar. Achso, und die können das Ding auch zertrümmern. Stimmt, wenn ich da jetzt unten nicht lang gekommen wäre, dann hätte ich es natürlich auch so machen können, dass der dahin rollt. Nein, du sollst nicht da. Geh bitte da hier. Hier, hallo, hallo, hallo. Nein, ohne dass du mich erwischst, eventuell. Okay, diese Rotumbas, die glänzen aber alle größtenteils. Ich dachte schon fast, dass die Wunderblume am Anfang wäre, aber nee. Gut, euch gehe ich mal so aus dem Weg. Ah, okay. Wenn der Münzen hochzeigen, kann das nur eins bedeuten. Ja, da oben ist ein Secret. Wahrscheinlich mit der nächsten 10er Münze. Da rechts sehe ich sie schon. Okay, jetzt wird auf den Bohrer doch viel mehr Wert gelegt. Also ohne Bohrer bist du hier aufgeschmissen. Ich glaube, wenn du da jetzt mit Yoshi spielen würdest, hättest du Probleme. Das Ding sieht wackelig aus. Und ich sehe da hinten auch gerade was. Das ist so ein kleiner Gang. Den kriegen wir aber auch auf ganz spezielle Art und Weise, nämlich mit einem Wandsprung. So, was haben wir da? Eine Röhre. Ist das ein roter Ausgang? Wait, wait, wait. Wenn man da einfach so eine Röhre platziert. Ich glaube, das ist ein Secret Exit. Sieht gut aus. Ja, lol, wirklich? Okay, der war jetzt aber nicht mehr irgendwie schwer versteckt. Den hat man sich einfach denken können. Also das Schwierigste bis dato war noch immer der bei diesem Piranha-Blenden-Level am Anfang. Wo die ja gesungen haben. Bei der Piranha-Pflanzenparade, so hieß sie genau. Da ist einfach mal ein Secret Exit versteckt. Ja, moin. Das finde ich jetzt aber interessant. Ach lol, ist das wieder so ein Kreislaufding gewesen? Also sprich, wenn ich normalen Ausgang gefunden hätte, wäre ich hier weitergekommen und dann hier wahrscheinlich Ende oder so. Das könnte sein. Also, dass du ihn wieder finden musstest, weil ansonsten hast du Pech. Wie dem auch sei. Wir haben ihn gefunden, das ist das Wichtige. Wow, jetzt mache ich so eine dumme Scheiße. Es ist gut, ich krieg gleich wieder einen neuen. Genau, klatsch den einfach. Gut, dann würde ich sagen, ich laufe jetzt kurz mal im Schnelldurchlauf da wieder durch. Bis zu der Stelle, wo wir da waren. Oh, das war gut, ein guter Save. Gut, hier sind wir dann schon wieder, ja. So, jetzt geht's da runter und hier ist der Checkpoint. Okay, wenn man da einmal runtergefallen ist, ist das natürlich blöd. Er kommt sogar wieder back. Das ist so Halfpipe-mäßig gerade ein bisschen. Ich weiß ja nie, wo ich immer suchen soll. Ich hasse sowas, wenn die von der Decke kommen. Achso, ich könnte es selber machen, aber ich sehe gerade was anderes. Ja. Hä? Ach, lol. Ja, das war jetzt nicht gerade klug. Genau, weil ich komme da jetzt nicht durch. Doch, komme ich sogar. Gut, ich habe mir gerade Sorgen gemacht, dass ich da jetzt nicht mehr durchkomme, weil der Ball hätte in die andere Richtung rollen sollen. Ja, genau, bei der Lava machen sie es. Ihr Ätzenden. Alle, die Probleme mit Wandsprüngen haben, RIP an der Stelle. Das ist ja richtig ätzend. Gut, und da oben ist der mit der Wunderblume. Okay, den brauche ich jetzt sofort. Hehe, gar nichts. Lol, wie sieht denn die Wunderblume hier bitte aus? Ja, und jetzt bin ich der Ball. Ja, das ist das Level. Ich lauf kurz mal in die Richtung da. Mal schauen, was dort ist.
Okay, hier ist nothing. Oh ja, wir können jetzt einiges zertrümmern, nämlich. Oh ja. Sogar schön. Ah, das ist der Kegelsound aus Wii Sports irgendwie. Jetzt krieg ich halt voll Wii Sports Flashbacks. Bei dem, wo ich alles interessiert, habe ich auch schon ein Let's Play gemacht. Wo ich dann am Ende gesagt bekommen habe, dass ich irgendwas mit 50 Jahre oder so alt bin. Sportlich gesehen. Gut, wird sogar ein bisschen passen teilweise, aber. Da habe ich ein bisschen verkackt am Schluss, nämlich. Ah, Wii Sports ist einfach ein geiles Spiel. Boah, ich habe einfach alle. Jawohl! Achso, ich habe schon die letzte, okay. Ich dachte, es wird noch ein 10er mit zu fehlen. Stimmt gar nicht. Ja, stimmt, ja. Ich hatte ja schon zwei. Die Seine von der Lava war ja schon die letzte. Ich merke mir das einfach nicht, I don't know. So, da hoch. Und hier nochmal schön die goldene Fahne saven. Also bis dato läuft ganz gut. Das Level ist halt dafür nicht schwierig, aber dafür einfach nur epic. Vor allem, wenn du, wenn du selbst dann diese Kugel bist. Das mit dem Schleim war bis jetzt dato das Unnötigste, finde ich, wo man, wo man zum Gegner geworden ist. Gut, dann das war schon mal das 7. Hier kommt schon die 8. der 8. Wundersamen mit dem Abzeichentest Schwebepirouette. Also das, was wir erst bekommen haben. Im letzten Part. Kriegen wir jetzt schon den 2. Abzeichentest. Das kann eigentlich fast nur bedeuten, dass du das Ding halt wirklich kaum brauchst. Und das stimmt halt eigentlich auch. Sorry, aber du kommst da kaum hoch. Nicht mal mit dem Drehen. Gibt's da wieder die drei Münzen auch, oder? Ja, super. So, es muss die erste sein, hoffentlich. So ist es. Die zweite machen sie natürlich ein bisschen über den Abgrund. Aber wenn man halt, wenn man es so macht, also gar nicht allzu hoch springt, dann geht das, glaube ich, sogar relativ easy. Verdammt. Den habe ich jetzt gerade verkackt. Ah, ich bin tot. Super, Mann. Oh. Ja gut, der eine wurde jetzt wieder weggenommen. Warum muss da unten noch Lava sein? Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Gut, jetzt habe ich es, aber jetzt habe ich es. Und auch nicht, und auch nicht, und auch nicht. Ich bin wieder unten. Jetzt aber. Hätte ich vorher auch schon so machen können. Oh, einmal gefailt, ja gut. Kommt vor. Warum muss man unten Lava platzieren? Macht einfach einen Abgrund. Das sah gerade so brutal aus. Ja, keine Ahnung, warum man dann das Abzeichen überhaupt reingepackt hat. Also ich hatte im letzten Part erst den ersten Abzeichentest und das war jetzt der zweite. Und Leute, ich weiß noch immer nicht, wie man das, was ich von den Abzeichen halten soll. Es bringt dir halt einfach nichts. Es ist halt das gleiche wie der Flattersprung, nur halt mit ein bisschen anderer Wirkung. So, Augen auf in der Glut-Draco-Ruine. Ja, links ist eigentlich dann das mit dem 25. Da gehe ich jetzt aber noch nicht hin. Rechts hingegen ist ein Shop. Was? Oh. Sachen, die nach einer Zeit wieder verschwinden. Ne? Und gleich hier mal die erste 10er Münze. Ja, moin. Die Dinge habe ich jetzt auch noch nicht ganz verstanden. Ne? Oh. Fail. Also die verschwinden nach einer Zeit, okay, aber what? Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Okay, die Röhre hat nichts zu bedeuten scheinbar. Oh Gott, ey! Warum so dumm gerade? Lol, ich hab den... Wartet.
Ach so, es wurde angezeigt, dass es ein neues ist. Ist by the way auch schon das letzte, was wir kriegen. Gut, da jetzt ein bisschen Lava ins Spiel kommt, hole ich mir das Safe-Abzeichen mal. Also das ist das Abzeichen jetzt, wo man... Ich kann es nochmal präsentieren eigentlich gleich. Stimmt, die bleibt da gespeichert. Und zwar hier. So, da runter, stimmt's. Ich kann es ja nicht präsentieren, hier jetzt. Hä? War das jetzt nicht das? Ah, das war der Zwei-Stufensprung, ich Idiot. Das ist da drüben, der Rettungssprung. Ja gut, okay, sorry Mario. Ist passiert. Ist passiert. Ich bin gerade mit gutem Gewissen da reingesprungen. Mario hat mir vertraut, aber... ist dann doch ein bisschen schief gegangen gerade. So, jetzt aber kurz. Ja, jetzt funktioniert's. Mann, Digga, wie dumm war das denn gerade? Ich verstehe die Röhren da halt jetzt gerade nicht so. Oh, jetzt kam deiner raus sogar. Ja, sorry Leute, ich krieg das Gefühl gerade nicht los, dass da vielleicht eine Röhre mal doch mehr zu sagen hat, als was sie zugibt. Ich lasse mich da jetzt kurz mal hochtreiben. Okay, nee, da falle ich wieder runter. Gut, und da ist auch nichts. Okay, nice to know. Ah, jetzt habe ich es geschnallt. Wenn ich weggucke, verschwinden die wieder. Hier geht's rein. Ah, okay. Die müssen jetzt zusammenknallen, nicht wahr? Mhm. Ah! Hä? Alles klar. Könnte sein, dass ich gerade was verkackt habe, weil da links war sicher noch ein Weg. Boah, meine Fresse. Das Ding trollt aber auch ein. Da oben ist auf alle Fälle irgendwas, weil sonst könnte man da nicht lang. Oder wird da, sonst wird da nichts angezeigt werden. Dicker, warum denn? Okay, es wird das Abzeichen empfohlen, weil einfach so Blöcke erscheinen. Also diese Rufzeichenblöcke. Ich nutze es jetzt einfach mal aus und hoffe, dass es mir was bringt. Ich hatte schon wieder fast Angst, dass er jetzt zurückkommt. So, and now? Ach, das Ding bewegt sich weiter, deswegen kam da nichts. Okay, hier ist die nächste 10er-Münze. Ist das die zweite? Okay, ich habe doch noch nichts verpasst. Das war nämlich gerade meine Angst, die ich hatte. Dass da oben noch irgendwas war, mit dem ich nicht rechne. War das jetzt gut? Ah, sah gut aus. Kann ich so unten durch? Ah, okay. Haha, und der wurde besiegt. So, and now, hier ist die Wunderblume. Muss ich natürlich erstmal kriegen. Und ich werde jetzt... Ah, okay. Es ist wieder das Spiel. Leute, ist aber voll geil. Das ist so ein Labyrinth nämlich. Muss da aufpassen, wenn die Lava halt kommt. Ich bin dumm. Boah, Alter.
Bleibt er gespeichert? Ja, bleibt er, gut. Ich weiß nicht, bei manchen Sachen, also bei den Abzeichentests bleibt er nicht gespeichert. Aber das ist ja mal mega geil. Also so alleine wäre es langweilig, aber wenn es natürlich in die Richtung geht, ist es cool. Und jetzt kann ich hier auch so viele Münzen sammeln. So, jetzt da runter, ja. Die eine nehme ich diesmal nicht mit, weil das wäre wieder verarsche wahrscheinlich. Ach Gott, ey, warum so? Ich muss natürlich aufpassen, wann die Lava kommt. Da unten ist schon der Wundersamen. Oh, das ist das wieder so eine Sache, die viel zu einfach gemacht wurde, oder? Ja, irgendwie schon. Aber das mit den Blöcken, das ist halt eine coole Geschichte. Jetzt bin ich wieder hier. Ach, und jetzt muss ich in die Röhre rein. Okay, passt. Hab verstanden. Here we are. Schade, dass ich jetzt nicht rückwärts springen kann, aber scheinbar muss das so sein. Ach, mit dem Bohrer hätte ich durchgekonnt. Warte mal, könnte das ein Secret gewesen sein? Secret Exit? Nee, kann ja gar nicht, weil in die Röhre kann ich mich ja nicht reinbohren. Ich vertraue mal, dass da nichts war. Aber komisch ist schon irgendwie. Wer weiß, vielleicht tauchen die Blöcke gar nicht auf, wenn ich dieses Geistabzeichen verwende. Das wäre ja auch was. Gut, aber egal. So, Vulkan-Ding. Hier ist der Shop. Mal schauen. Okay. Er hat mal ein neues Abzeichen, den Münzmagnet. Ja, und ein paar Aufsteller kann ich wieder kaufen. Gut, dann gehen wir die gleich mal ein bisschen auf. Aus. Jetzt haben wir gerade 91. Ja, wir können probieren, auf 100 zu gehen. Wobei, ich glaube nicht, dass da die Münzen ausreichen. Wir haben schon zu viele Aufsteller. Als dass wir da wirklich immer neue kriegen, gleich direkt. Es würde mich ja interessieren, ob wir irgendwann vielleicht mal einen voll kriegen. Ja. Gerade vorher habe ich gesehen, ich glaube Luigi ist schon fast voll. Ja, das sieht gut aus, roter. Dann der blaue Tod, fehlen auch nur noch zwei. Gelber Yoshi, jetzt auch nur noch zwei. Also es wird besser, aber es fehlen halt noch immer wirklich viele. Luigi kriegt noch einen. Den hatten wir schon. Da haben wir einen neuen. Beim Game Yoshi sind es auch nochmal zwei. Mario kriegt noch einen. Und Toadette kriegt auch noch einen. Das ist cool. Läuft doch ein bisschen besser als erwartet. Ich gehe kurz mal auf 200 runter. Mario kriegt noch einen. Gut, dann lassen wir es so. Also 101 haben wir jetzt. Von 144, also es wird voller. Vorsicht, Magma, Vulkanregion. Hast du dich verlaufen, dann drücke einfach L, um die Karte aufzurufen. Von da aus kannst du mit A einen Level auswählen und dich direkt zu ihm bringen lassen. Gut, also hier bin ich dann ganz unten. Höhle der kreisenden Flammen, 4er Schwierigkeit. Und hier ist der Rankenschuss-Abzeichentest. Den mache ich gleich mal. Ja, mittlerweile wisst ihr, es ist mein Lieblingsabzeichen gefühlt mittlerweile. Ich finde es aber nur immer so geil, dass man einen Rankenhieb hat. Okay, hab schon geschnallt, ja. Da kannst du jetzt so viel geilen Scheiß anstellen einfach. Oh, verdammt. Kommt noch was? Oh, verdammt. Na, den habe ich jetzt verkackt. Achso, da wäre ich runtergelassen. Okay, ich musste also mittendrin landen. Habe ich aber. Jetzt muss ich es aber leider immer wieder machen. So, eine Münze fehlt noch irgendwo. Wow! Das ist fail gerade. Ja, die Leine bleibt natürlich nicht gespeichert. Das ist jetzt schon scheiße. Wenn ich jetzt mehrfach faile, muss ich die immer wieder neu holen. Aber ihr merkt ja eigentlich, dass ich den schon ganz gut beherrsche. Gut, das eine war jetzt unfair.
Ich wusste nicht, dass da der Abgrund kommt. Ja, tatsächlich. Das habe ich bis dann noch immer nicht ausprobiert, ob man die mit der, ob man die Fahne auch grabben kann. Tatsächlich ja. Absolut geil. Na, passt. Dann freuen wir uns, haben wir den auch erledigt. Bisschen Zeit haben wir noch. Und ja, ich möchte es natürlich verwenden. Gar keine Frage. Weil es einfach cool ist. So, Höhle der kreisenden Flammen. Dann machen wir das jetzt noch. Also es ist jetzt wahrscheinlich eins, was ein bisschen mehr Zeit verlangt. Oh no. Ja, die wollen mich töten. Die wollen mich jetzt eindeutig töten. Warum so dumm? Warum so dumm? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Okay, also ohne Rankenabzeichen stelle ich mir das gerade schwierig vor. Yo, halt's Maul. Also rollen mich die gerade oder meinen die das wirklich ernst? Wie sollst du das bitte zeitlich einhalten? Ich meine, das Gute ist, da waren jetzt schon zwei Münzen gleich direkt am Anfang. Oh, da brauche ich einen Bohrer. Den habe ich aber leider nicht. Wow. Oh, wie machen wir das? Automatischer Superpilz erstmal. Wird dir gespeichert, okay, passt. Gut, dann jetzt nicht erwischen lassen. Dann hole ich mir hier jetzt den Bohrer nämlich. Wahrscheinlich ist er das. Ist er nicht? That's a fucking joke. Gut, jetzt muss man auch sagen, ist es glaube ich mit der Seifenblase auch nicht, weil da kann ich hier eigentlich mit einem Sprung ohne Probleme rauf. Wobei, das jetzt eine Verarsche ist, ist ehrlich gesagt schon. Die gute Frage ist, was mich da oben jetzt erwarten würde. Ich glaube, ich schnall's aber schon. Mhm. Was? Okay, es ist ein absoluter Troll. Hab verstanden. Okay, das ist ein Schutzmechanismus. Das machen die aber nicht mit Absicht da. Ja, come on, Alter. Warum gibt man da eine Blume hoch? Sag mal bitte abschießen, danke. Digga, ich verstehe es nicht. Wie soll ich da hochkommen? Erkläre es mir. Okay, ich hab's geschafft. Okay, es ist keine 10er-Münze. Verdammt. Es war nutzlos. Ich bin mir fast schon davon sicher überzeugt, dass die da drin jetzt gerade das Ding versteckt haben. Die letzte 10er, weil das wäre so. Das war gerade so aggro-hart. Also die Feuerpiranhas haben die um einiges stronger gemacht. Da hinten ist die letzte. Wir kriegen die wieder. Oh, okay. Digga. Ich war eindeutig unten. Was willst du von mir? Ja, danke. Einfach Maul halten, bitte. Nein, 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 ich... Dieses Spiel macht gerade Aggro. Da bringt doch kein Rankenhieb nichts mehr. Das ist einfach nur mal Abfuck gerade. Gut, okay, die Münze habe ich eh, deswegen alles nice. Oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht. Ein bisschen schieben muss ich leider. Passt.
So, wie mache ich das hier am besten? Gut, hier ist die Wunderblume. Ich hatte es mir eh schon gedacht. LOL! Ich kann doch Lava schwimmen jetzt. Das wäre so eine Wunderzeit, die hätte ich gern immer. Wo bin ich jetzt? No fucking way. Ich bin zwar unverwundbar gegen Lava, okay, aber dafür muss ich mir den Scheiß hier antun. Wobei, ist eigentlich trotzdem noch immer eine geile Wunderzeit. Also ich bin jetzt unverwundbar. Okay, und immer wenn ich was sammle, erleuchtet sich der komplette Raum dann. Mhm. Man muss halt sagen, solche Wunderzeiten haben sie ein bisschen verkackt, weil da hätte man ruhig ein Zeitlimit einbauen können. Ich weiß, manche würden sagen, ja, dann ist es wieder zu schwierig und so. Ja, aber das passt schon. Weil es soll ja ein bisschen schwierig sein. Ich meine, Leute, wir sind in der sechsten Welt. Dürft ihr auch nicht vergessen. Ah, verdammt. Muss ich kurz wieder warten, ne? Ja, die eine ist da noch oben, ne? Also in der sechsten Welt, da darf man sich schon erwarten, dass es ein bisschen schwieriger wird. Gut, den hole ich mir. Ich wollte gerade sagen, anderwertig, geht gar nicht. Ach so, okay. Was genau bringt mir jetzt der Feuerkreisel? Aber mega cool, in der Lava schwimmen. Warte, jetzt muss ich aber aufpassen. Okay, ich werde zurückgeportet, weil falls nicht, dann wäre ich jetzt in die Lava baden gegangen. Wir wollen hier keine abnormalen Überraschungen haben. Bitte, danke. So, Münzen habe ich alle, oder? Ja, okay. Das heißt, es fehlt nur noch das Ziel. Muss ich mir das jetzt... Ja, zurechtdrehen. Muss ich. Okay, ich habe schon verstanden, ne? Oh, so dumm wieder! Halt's mal. Okay, passt mir drin. Und zack. Ja, Leute, also das Level war schwierig, ja. Nur die Wunderzeit, die haben sie ein bisschen verkackt. Hätte man ruhig auch ein bisschen aufpäppeln können mit Zeitlimit. Dann wäre es ein gutes 4-Sterne-Level. Also ich bin mir jetzt schon gespannt, was dann in der Special-Welt die 5-Sterne-Level so zu bedeuten haben. Ich habe gehört, oder ich habe zumindest schon Berichte gelesen. Okay, also ich habe ja am Handy so Sachen wie, also da gibt es so Seiten, die werden irgendwie automatisch abonniert, dann werden die auf einmal angezeigt oder so. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas habe, aber... Ja, da werden mir dann gerne mal von so Spieleseiten angezeigt, ja, an diesem Level scheitern gerade alle oder so. Und ich habe da schon ein paar Beiträge gelesen, dass es scheinbar ein Level in der Special World geben soll, was richtiger Abfuck ist. Und auf das freue ich mich schon. Weil ich liebe Level, die richtiger Abfuck sind. Und Leute, so schlimm wie 9-7 aus Wii kann es ja im Endeffekt nicht sein. Hier ist auch schon wieder was. Das ist dann immer meine Motivation, mit der ich reinstarte. So schlimm wie 9-7 aus Wii kann es nicht sein. Für alle, die das Level kennen, ihr wisst ganz genau, was ich meine. So, was haben wir hier? Hier geht eine Röhre rüber. Und hier? Ah! Jetzt bin ich wieder am Start. Gut, hier war ich schon. Genau, hier war jetzt die Weggabelung. Also rechts habe ich jetzt alles erledigt, oder wie? Weil ich sehe natürlich noch diesen einen Weg da drüben, hier. Ich glaube, das... Ah, ich glaube, das wird von der anderen Seite kommen. Dass ich dann von beiden Seiten jeweils so eine Runde drehen kann. So, die Brücke ist hier noch vernichtet. Die kostet wahrscheinlich auch wieder. Ich bin froh, dass ich mir ein paar Münzen überlassen habe, weil sonst hätte ich jetzt ein Problem. So, die ist auch erledigt. Das heißt, hier ist Kamek. Oh, ich werde aufgehalten, nicht wahr? Da kommt jetzt aber nicht das Luftschiff runter, oder?
Doch. Das Ding kommt. Das ist ein Scherz, oder? Jo, die übertreiben komplett. Luftgaleere in den Magmatiefen. Alles klar. Also dieses Bowser-Schiff kommt tatsächlich hier runter auch. Ja, moin. Gut, Leute, aber eine Sache verwirrt mich jetzt. Also ich habe da oben, kann ich für 15 weiter scheinbar. Aber da unten sind auch noch jede Menge Level, wo ich dann erst ab 25 weiterkomme. Das ist alles ein bisschen kurios, ehrlich gesagt, gerade. Aber ja, gut, Leute, wie dem auch sei. Also ich würde sagen, da schauen wir uns am nächsten Part an. Da sind noch einige Level zu erledigen. Wobei ich schon überlegen bin, soll ich zuerst den Bowser Jr. da oben nachmachen? Rein theoretisch sinnvoll wär's. Aber Leute, das werde ich spontan entscheiden dann beim nächsten Part. Also bis dahin. Ciao, ciao. Do 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 do.